Bonjour tout le monde, nous sommes en France. Also zumindest glaube ich, wir sind in Frankreich. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist viel, viel zu lange her. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war Ewigkeiten nicht mehr hier. Also seht es mir nach, dass ich gerade wirklich keine Ahnung habe, wo wir sind. Und ich habe vor allem mit Bedauern bei der Kontrolle festgestellt, unsere wichtigste Französin fehlt. Unsere Übersetzerin, warum habe ich die damals nicht mitgenommen? Irgendwas habe ich mir überlebt. Aber nicht viel Schlaues. So. Wir werden... Ich werde ein paar Sachen probieren. Wir sind in einer Exalt-Mission, das heißt, der Spion hat wieder zu tun und... Reicht dir das? Es reicht dir. Wahrscheinlich reicht es dir dafür nachher nicht. Also jetzt, eventuell habe ich jetzt ein Problem. Oder, ich will nicht den Präzisionsschuss. Ich will was anderes. Ich will das Gelände hier genau ansehen. Ach, okay. Ich dachte eigentlich, sei eine Erhebung. Er steht dann da auf der Mauer und würde von da alles perfekt sehen. Ist aber gar nicht so. Dann, ist das ein bisschen blöde. Machen wir trotzdem. Komm. Ich hoffe, jetzt entdeckt nichts. Ich befürchte allerdings, er wird es machen. Ja, das war ja klar. Das ist ein Scherz, oder? Jetzt schon? Ja. Das war ja so klar. Retten wir, was zu retten ist. Wo zieht er hin? Was hat er vor? Was ist sein Ziel? Okay. Du siehst noch einen. Schalt ihn bitte aus. Boah, was für ein Treffer. Och, und jetzt bist du daran. Jetzt habe ich echt ein Problem. Die kannst du... Nie. Nicht das. Die hier kannst du nicht ausschalten, oder? Die dreht nicht, also die könntest du nicht übernehmen. Du könntest hierher... Die dreht, okay. Das heißt, du könntest hierher... Look out! Doch nicht so lärmig, bitte. Ach, du siehst sogar einen. Okay. Ja, das war klar. Nee, das ist logisch. Verstehe ich auch. Mit einer Granate ist auch zu weit weg. Zieh mir hier. Und jetzt habe ich ein Problem. Das war schlicht geplant. Schlecht ausgeführt. Und du hast nächstes Problem. Autsch. Das war auch selten dämlich. Fängt ja schon mal sehr gut an. Dann würde ich dich... Das ist dir schon ein Sport wert. Also, von da hinten kommen sie. Wenn ich dich hierher ziehe, hast du Deckung und hier erst Deckung. Also, machen wir es anders. Du gehst mir... Wie weit kommst du? Würde es dir da reichen? Du kannst hier Sportenschuss. Nee, machen wir es anders. Wir bleiben bei dir. Nach diesem Fehlstart machen wir es jetzt richtig. Du gehst mir hierher. So, dann hast du Volldeckung. 60, 66, 40. Nimm den 66er. Versuch dein Glück. Und du hast Glück. Sehr schön gemacht. Bei dir
würde ich sagen, wir gehen... Wir gehen hierher. Dann siehst du zumindest schon einmal das Ziel. Sehr gut. Dann hack mir doch. Jetzt dreht's nicht mehr. Davor hat's doch noch gedreht. Ach, das war die da hinten. Okay. Ich bin ein bisschen planlos. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Dann nimm doch bitte den hinteren. Observiert. Sehr schön gemacht. Du wartest mir noch. Du könntest... Du gehst mir hierher. 35, 55. 55er. Ach, versuch's doch einfach. Alien neutralisé. Oh, das ist ja direkt ein Traum heute. Das ist jetzt allerdings ein bisschen problematisch. Wie gehen wir da am schlauesten vor? Sollen wir hierher und Deckungsfeuer geben, falls sich die anderen bewegen? Aber die werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit ja nicht bewegen. Oder... Nicht so schlau. Hierher rennen. Also bei dir hätte ich mehrere Möglichkeiten. Du bist ja in Gefahr. Du siehst den hier und den hier. Okay, machen wir es so. Wie weit würdest du kommen? Dir wird es nicht mal reichen, weil er im Weg ist. Mhm. Das ist echt ein kleines Problem, das ich jetzt gerade habe. Wenn ich ihn bewege, kann ich ja nicht schießen. Und da, so wie er steht, ist er äußerst gefährdet. Ich könnte natürlich hierher ziehen und dann von da versuchen zu schießen mit der Pistole, aber... Dann könnte ich ihn nachziehen, nach oben. Hört sich wie ein Plan an. Machen wir. Hört sich wie ein guter Plan an. Du gehst mir hierher. Dann siehst du nämlich einen. Mach mir Deckungsfeuer. Feuerschutz. Und du gehst mir... hierher. Machst mir einen Feldposten. Und dich nehmen wir jetzt mit Sturm und Schuss... Nee, das ist nicht das, was ich möchte. Ich will nicht ausräuchern. Ich wollte eigentlich mit Sturm und Schuss mal kurz überlegen. Ich könnte doch eigentlich sogar... Ihr fällt ihm doch in den Rücken, oder? Ihr fällt ihm in den Rücken und dürfte doch eigentlich... Oder wir sind ganz frech.
Hier hast du noch eine teilweise Deckung. Okay, dann machen wir es so. Sturm und Schuss. Bringt sie zur Strecke. Nicht ganz so wie geplant, aber macht nichts. Wir müssen hier oben aufräumen. So. Und du schaltest ihn aus. Was für ein katastrophaler Start. Versuchen wir das Beste rauszumachen. Hä? Okay. Autsch. Wow. Okay. Autsch. Das ist nicht schön. Den kann ich ja eigentlich vergessen. Dann würde ich sagen... Also, bisher ist es eine Katastrophe, wie ich mich verhalte taktisch. Man sieht schon, dass ich eine längere Pause hatte. Also, du gehst mir hierher. Nimmst ihn in vor. Du kannst mir eigentlich direkt durchsprinten. Ziel bestätigt. Unser Mann ist bei einer der Exalt-Relais-Stationen. Wir müssen sie nur noch aktivieren, um die dort gespeicherten Daten zu erhalten. Das ist nicht unser Mann, das ist unsere Frau. Aber mit solchen Details wollen wir uns jetzt heute nicht aufhalten. Du gehst mir... Spuck mich hierher. Du könntest jetzt eigentlich... hier rüber sporten. Du hast deinen Auftrag schon mehr oder weniger erfüllt. Du gehst mir hierher. Du hast ein Ziel, das siehst du aber eigentlich praktisch nicht, weil der im Schutznebel steht. Aber du kannst es natürlich trotzdem mal versuchen. Versuchen wir es mit... Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ach komm! Daneben. Ja! Yeah. Aber ich hoffe, er spürt den Druck und kann dann weniger gut agieren. Dir geben wir einen Feldposten. Bringt zwar vermutlich auch wenig, aber ich will mal die Reaktion sehen, falls es sich bewegen würde. Boah. Wir registrieren Feindverbände, die auf Strike Ones Position vorrücken. Du machst jetzt aber keinen Feldposten. Ah, okay. Dann würde ich sagen, du bist ja am nächsten. Geh mir hierher. Und versuch's doch bitte. X-Ray neutralisiert. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier gleich unseren lieben Spion. Die Funkrelaisstation ist deaktiviert, Commander. Unser Agent hat sich in das System gehackt und ihre Daten teilweise entschlüsselt, wodurch auch die Kommunikation von X-Alt unterbrochen wurde. Wir sollten nach weiteren Relaisstationen Ausschau halten. Kannst du mir gleich hier los und verschwinden? Und du darfst eigentlich doch schon wieder zurück. Und den Rückraum decken. Mach mir einen Feldposten.
Du könntest... Du könntest hier nach oben. Weil diese Runde können sie ja nicht schießen. Das heißt, gehen wir hier nach oben. Mach mir hier einen Feldposten. Du kannst mit dem Präzisionsgewehr gleich mal versuchen. Mach mir einen verkrüppelnden Schuss. Einfach krüppelnden Schuss. Kritischen Schuss. Sehr schön. Wow. Super getroffen. Du gehst mir... Ja, ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Sehe ich gerade. Hast du schon gezogen? Du verarztest dich zuerst mal selber. Und bei dir weiß ich jetzt echt nicht, was ich machen soll. Geh mir hier mal nach oben. Falls noch was ist. Kannst du von oben die Lage überprüfen und allenfalls Einfluss nehmen. So, ihr müsst ja nachladen. Du könntest einfach hier bleiben, von hier die Lage sichern. Du dürftest eigentlich mit dem Raketenwerfer bringen wir dich hier in Position. Du siehst sogar 60-60. Warte mir noch. Dann siehst du nämlich mit dem verständlicherweise besser. Moment mal. Kurz, nur kurz. Hast du noch eine Handgranate? Du hättest noch eine Handgranate. Wie weit kannst du schießen? Ja, das reicht dir nicht. Alles klar. Hätte ja sein können. Dann, also du, ich glaube, du bist der Sanitäter hier vorne. Und du bist ein Scharfschütze. Ja, das sehe ich auch so. Also, schalten wir den Scharfschützen aus, wenn wir es können. Bei dir würde ich sagen, du nimmst mir... Du bleibst mir hier. Machst mir von hier oben den Feldposten. Du gehst... Du stehst da eigentlich nicht so schlecht, aber... Das Fahrzeug ist ja schon gesprengt, also hier kannst du ja nicht mehr in die Luft fliegen. Mach mir doch einfach hier einen Feldposten. Du Mädel, rennst mir bitte zur zweiten Anlage. Und du kannst jetzt dein Glück versuchen. Oder wir machen Deckungsfeuer. Bleiben wir auf der sicheren Seite. Du siehst ihn nicht. Wenn du hierher gehst, auch nix. Da mach mir doch hier einen Feldposten. Das habe ich teilweise erwartet. Du kannst mir nachladen. Du kannst noch warten, denn ich würde gerne dich zuerst haben. Du hast ihn ja jetzt aufgrund von ihm in Sichtweite, das heißt... Viel Spaß. Du machst mir einen Feldposten. Du machst mir nachladen. Du gehst mir hierher. Kannst es auch gleich hacken. Wir haben jetzt alle Daten gesammelt. Bringen Sie den Agenten zum Evakuierungspunkt, damit wir ihn ausfliegen können. Wir haben ein neues Ziel. Und dann kannst du dich gleich zurückziehen. So. Du dürftest jetzt eigentlich besser treffen. Munition hast du noch genug.
Soll ich nochmal oder? Ach komm, versuch's. Und befördert. Perfekt. Da macht mir einen Feldposten. So. Commander, weitere Feinde im Anmarsch auf das Einsatzgebiet. Och, das ist nicht schön. Aber gut getroffen, wow. Ah, jetzt übertreibt ihr es aber ein bisschen. Okay. Also. Dann würde ich sagen, wir fangen wieder mit dir an. Du könntest eigentlich... Die Frage ist jetzt... Also, wen flankierst du? Flankierst du ihn? Du würdest ihn flankieren, oder? Also ihn kannst du ausschalten. Würde ich sagen, probieren wir es. Hab ihn weggefegt. So. Weil bei dir zählt das ja nicht als Zug. Du darfst jetzt nochmal. Dann geben wir dir gleich hier noch einen Feldposten. Oder wir könnten es natürlich ihm die Deckung wegspringen. Machen wir das. Deckung weg. Nimm das. So. Du wirst blankiert. Von wem denn bitte? Von hier unten? Okay. Das bedeutet, wenn wir dich... Nee, das ist das Falsche. Wenn wir dich... Nein! Blöde Maus! Das war jetzt gar nicht so gedacht. Ich hatte was ganz anderes vor. Ich blöder Mensch, ich... Rücke aus. Ganz schlecht gelöst. Gar nicht zufriedenstellend. Dem habe ich ja die Deckung... fast weggeschossen. Bei dir sind es zwei Ziele. Würde ich sagen, wir nehmen... Nee, wir nehmen dich. Perfekt. Und bei dir würde ich noch... Warten wir noch. Denn mit dir habe ich was anderes vor. Mit dir würde ich... Mit dir würde ich eigentlich hierher. Begebe mich auf Position. Und dann kannst du von hier schießen. So. Abserviert. Und dann machst du mir einen Feldposten. Du machst mir einen Feldposten. So. Und das war der Fehler. Der sollte eigentlich gar nicht hier stehen. Autsch. Ja, und da bin ich wirklich selber schuld. Da hatte ich was ganz, ganz anderes vor. Dann zieh mir doch einfach... wo steht er genau? Der steht hier. Okay. Dann zieh mir doch mal... Yeah. Du gehst mir auf die Nerven, das auch, aber nee, das ist nicht das, was ich sagen wollte. Du gehst mir hierher, dann müsstest du ihn eigentlich auch flankieren können. So. Die anderen treffen nämlich gleichzeitig besser. Dann bei dir mit Sturm und Schuss würde ich bis... Warten wir noch. Nehmen wir meine liebe Dame.
Warten wir noch. Auch bei dir noch kurz warten. Du würdest hierher kommen, hättest noch eine Deckung. Du siehst ihn von da, kannst ihn flankieren. Du hast noch keinen Rangaufstieg. In dem Sinne, viel Spaß. So, und du darfst jetzt hierher. Gute Arbeit, Commander. Unser Agent ist in Sicherheit und wir können die neuen Exor-Daten analysieren. Der Anfang war nicht grandios, im Gegenteil. Aber am Schluss habe ich mich doch noch irgendwie wehren können. 12 Exalt-Einheiten getötet und ich glaube wieder Informationen erhalten, hoffe ich zumindest. Ich habe gerade heute den Vorschlag bekommen, also nicht den Vorschlag, sondern die Frage erhalten, was denn ist, wenn man ein Land beschuldigt, ohne zu wissen, ob dort wirklich der Exalt-Stützpunkt ist. Ich glaube, das könnten wir mal machen. Verwundet, verwundet, 3 Verwundete. Aber 2 Rangaufstiege. Das heißt, wir haben hier einen Captain. Den nehmen wir. Wir nehmen wieder Gefahrenzone. Viel Vergnügen in der Krankenstation. Rauchgranaten. Du bist ein Unterstützer geworden. Schön. Neue Geheimdienstinformationen sind in der Datenbank. Belohnung, 100 Credits, Panikfeld um einen Wert in Frankreich. Und sie kann hier nicht befördert werden, denn sie hatte schon das Beste. Die Entschlüsselung der erbeuteten Daten hat uns neue Informationen über den Standort des Exol-Stützpunktes geliefert. Der Exol-Stützpunkt liegt nicht in Asien. Artefakte bekommen wir 7 Waffenfragmente, eine Exalt-Information, 7 Exalt-Laser-Sturmgewehre, 2 Exalt-Laser-Scharfschützengewehren, 3 schwerer Exalt-Laser und 3 Exalt-Raketenwerfer. Exalt-Datenentschlüsselung abgeschlossen. Statistisch unwahrscheinliche Exalt-Standorte werden gelöscht. Vermutlich bin ich mit dem Exalt tatsächlich schon zu spät. Es sind nur noch 2 übrig. Es ist entweder in Russland oder in Deutschland. Tja! Wir haben jetzt genug Geheimdienstinformationen, um ein Land zu beschuldigen, dem Exalt-Stützpunkt Zuflucht zu gewähren. Die Exalten werden in den... Ja, das kennen wir. Also ich kann eins von beiden beschuldigen. Russland oder Deutschland. Was ich wohl wählen werde, das ist ja eine... ganz einfache Frage. Aber ob es wirklich das wird, was ihr euch jetzt denkt, wir machen seit Tagen nichts anderes. Alles, woran ich denken kann, ist mein Bett. Genau. Ich brauche auch eine Pause. In dem Sinne, nächste Episode, wir beschuldigen irgendein Land. Irgendein Land. Mal sehen, welches wird. Russland oder Deutschland. Die haben ja gute nachbarschaftliche Beziehungen, auch wenn sie nicht Nachbarn sind. In dem Sinne, nächste Episode. Exalt, beschuldigen irgendein Land. Auf bald wieder. Danke fürs Zusehen.